los in diesem Land. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Pläne der Bundesregierung zu einer schnelleren Einbürgerung sind Teil eines Gesamtkonzeptes, eines Gesamtkunstwerkes. Morgen wird der Deutsche Bundestag hier ein Gesetz beschließen zur Beschleunigung der Asyl- und Asylgerichtsverfahren, weil wir der Meinung sind, dass diese zu lange dauern. Sie dauern im Bundesschnitt zurzeit über 26 Monate. Das ist zu lange, das wollen wir beschleunigen, meine Damen und Herren. Wir werden morgen ebenfalls hier im Bundestag ein Gesetz beschließen zum Chancenaufenthalt, weil wir Probleme aus der Vergangenheit lösen wollen, dass viele Menschen, die jahrelang geduldet sind und wegen dieses Duldungsstatus über lange Zeit im Sozialsystem kleben bleiben, nicht richtig vorankommen können, nicht integriert werden in unser Arbeitsmarktsystem. Und damit entgehen diesem Land viele, viele, viel zu viele Chancen. Und das wollen wir ändern, meine Damen und Herren. Das wird morgen geschehen. Und gestern hat das Bundeskabinett Eckpunkte zu einem Gesetz zur Arbeitskräfteeinwanderung mit einem Punktesystem beschlossen, wie es Kanada, Australien, Neuseeland kennen. Wir wollen, dass zukünftig Einwanderung gezielt und kontrolliert stattfinden kann. Und auch das ist ein Teil unseres Konzeptes zur Migrationspolitik, meine Damen und Herren. Ein weiteres Projekt wird sein, dass wir Arbeitskräfte und deren Familien besser bei uns integrieren. Auch das ist Teil eines Gesamtkonzeptes, meine Damen und Herren. Und natürlich, auch das ist ein Teil der Wahrheit, können nicht alle kommen. Und es können halt eben auch nicht alle bleiben. Integrationsförderung ist das eine, was wir wollen und was wir brauchen. Migrationskontrolle ist natürlich auch das andere. Man muss sich da ehrlich machen. Nicht alle, die Asyl bei uns beantragen, haben einen validen Asylgrund. Und nicht alle, die gerne bei uns arbeiten würden, bringen dafür die Voraussetzungen mit. Deswegen brauchen wir auch Migrationskontrolle und deswegen brauchen wir auch eine konsequentere Rückführung. Aber wenn eine individuelle, persönliche Einwanderungsgeschichte gelingt, wenn jemand sich wirtschaftlich, rechtlich, sprachlich, kulturell gut bei uns integriert und Teil unserer Gesellschaft auf Dauer werden will, dann ist es doch eine positive, eine gute Botschaft, meine Damen und Herren, am Ende eines solchen Weges. Und deswegen geht es nicht darum, deutsche Pässe zu verramschen, sondern es geht darum, Anreize zu setzen, sich bei uns zu integrieren, Teil unserer Gesellschaft, unseres Landes werden zu wollen. Und dafür geben wir ein Aufstiegsversprechen für alle, die es durch eigene Leistung in diesem Land zu etwas bringen wollen. Und wir zeigen auch, wir honorieren das, wir wertschätzen das, wir würdigen das, indem wir schneller eine Einbürgerungschance dafür gewähren. Das ist unser Gesamtplan, meine Damen und Herren. Je mehr jemand beiträgt, desto schneller kann er auch bei uns eingebürgert werden. Und wir wollen auch eine großzügigere Mehrstaatlichkeitsregelung. Denn es kann doch gute Gründe geben, weshalb jemand nicht die alte Staatsbürgerschaft gleich ablegen kann oder will, weshalb er nicht alle Bande zur alten Heimat durchtrennen möchte, weil ein Teil der Familie schon hier lebt, ein anderer Teil aber noch in der alten Heimat lebt oder weil es erbrechtliche oder andere Nachteile bei der Ausbürgerung geben kann. Was wir aber auch wollen, ist, dass wir uns noch mal genau anschauen, welche Konsequenzen es haben kann, wenn sich eine Mehrstaatlichkeit über Generationen immer weiter und weiter vererbt oder wenn nicht ein Generationenschnitt irgendwann auch angebracht ist. Deswegen machen wir ein echtes Einbürgerungsangebot für alle, die bei uns bleiben und leben wollen. Wir verlangen aber auch eine gewisse Integrationsleistung. Das ist ein Geben und Nehmen, und das halte ich für angemessen und angebracht. Und das sind die Pläne der Bundesregierung zur Einbürgerung, meine Damen und Herren. Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird.
Gott, sind Sie naiv. Er ist der mächtigste Mann in dieser Stadt. Was denken Sie denn, wer dieses Land hier regiert? Doch nicht die Politiker. Geld ist die Macht. Das verdammte Geld regiert die Stadt. Geld stellt die Regeln auf. Tanabis. Wenn man reich ist, dann hat man alle Macht dieser Welt. Sie bestimmen die Regeln. Das wird sich auch nicht ändern. Niemals. Und niemand wird das jemals ändern. Irgendwas muss geschehen. Ich meine, jemand sollte aufstehen und ihnen sagen, es reicht, es ist Feierabend. Und wieso sehen Sie mich an? Und schon vor langer Zeit musste ich vergessen, was recht war. Wussten Sie eigentlich, dass es auch hier mal eine Zeit gab, wo die Menschen auf die Straße gehen konnten, selbst wenn es dunkel war und sich dabei noch sicher fühlten? Es gab eine Grenze. Sie war unsichtbar, aber niemandem wäre eingefallen, sie zu überschreiten. Ich erinnere mich daran, dass die Menschen Polizeibeamte respektierten. Sie respektierten ihre Marke. Und heute? Politiker, Richter und selbst Polizeipräsidenten werden verscherbelt und verhökert an den höchsten Bieter. Was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land?